Hallo Gartenfreunde, ich habe hier ein großes Paket bekommen. Was es mit dem Paket auf sich hat, werde ich erklären nach der Meise. Also dranbleiben, Gartenfreunde. Bevor wir aber zu dem Paket kommen hier, noch zu dem Video am Wochenende. Vielleicht schaut mich mit rein, die ich jetzt erwähne. Und zwar Mike Zimmermann. Der hatte ja gewonnen und hat immer reingeschrieben, Radieschen, Radieschen, Radieschen. Jetzt weiß ich nicht, ob er auch Radieschen möchte. Also wenn du guckst, unter das Video mal drunter schreiben, was du haben willst. Du hattest ja gewonnen, dann hat er noch gewonnen Ronny Rost. Und zwar bei Ronny Rost habe ich schon alles zugeklebt, alle Briefe. Jetzt weiß ich aber nicht mal richtig den normalen Namen. Am besten, du schreibst nochmal per E-Mail oder auf Facebook deine Adresse und was du haben willst. Ich weiß nicht, ob du schon mal gewonnen hattest. Wir haben so viele Briefe hier. Hab keinen Plan mehr. Habt ihr euch schon mal unter das letzte Video drunter geschrieben? Aber kam noch keine Rückantwort. Ja, das war erstmal das für den Adventskalender. Die anderen habe ich alle, aber alle Adressen hätte. Bloß die zwei fehlen mir noch. Nun kommen wir zu dem Paket. Das ist eine Aktion von Docs Island, der Mann mit der Maske. Das ist Deutschlands größte Saatgutkette. Also umsonst kann man hier Saatgut rausnehmen. Und da schauen wir da mal rein in die Kiste. So, haben wir hier eine Kiste. So haben wir dann drei Ordner drin. Ich habe schon reingeguckt. Und zwar haben wir hier den ersten Ordner. Da haben wir zum Beispiel Tomaten. Tomaten. Viele Sorten Tomaten. Dann haben wir noch Auberginen mit drin. Auberginen werde ich mal dann mal was rausnehmen. Dann. Zu den Regeln sage ich dann noch was dazu zum Schluss. Dann haben wir hier noch Kohl und Mais. Auch viele Sorten. Dann haben wir hier, sieht man das überhaupt? Ja, ja. Mal runtergehen. Dann haben wir hier Chilis und Paprikas. Auch viele Sorten. Wie gesagt, alles von Privaten, die ihr Saatgut hier sozusagen verschenken. Hier haben wir zum Beispiel Blockpaprika schwarz. Blockpaprika schwarz. Hier haben wir eine Wildpaprika aus Peru.
haben wir dann hier noch Gewürzpaprika, Chilis, gibt auch allerhand, wer Interesse an Chilis hat. Hier haben wir nochmal Mais und das sieht mir eher als Weizen. Kann man nur anbauen. Wer Interesse an Weizen hat, na ich nicht. Wie gesagt, viele Sorten hier drinnen. Das ist der erste Ordner. Da haben wir hier noch einen Ordner. Hier haben wir drinnen. Hier steht da drauf Kürbisse, das wäre was für vom Kürbiskaiser, Kürbisse, viele Sorten Kürbisse. Dann haben wir jetzt nächste Seite Salat und Gurken, viele Salatsorten. Hier haben wir zum Beispiel Asiasalat, Rucola, alles so, was ich hier nicht esse. Jetzt haben wir eine Seite mit Kräutern. Anis zum Beispiel steht hier. Basilikum. Borretsch. Haben wir hier Rettiche, alles was hier als Rettich bezeichnet wird. Hier haben wir dann noch Physalis. Physalis nehme ich mir auch Reis. Habe ich keins mehr. Wurzelpetersilie. Weißkohl, hier ist da gar mal was für Liebhaber, die Erdnüsse anbauen wollen. Ist auch noch, also reichlich, was haben wir hier hinten noch? Honigmelonen, nochmal Honigmelonen, Lauchzwiebel. Lauchzwiebel lassen wir auch rausnehmen. So. Moment, Speicher zumachen. Ist mir zwei was rausgefallen, dann muss ich da wieder einordnen. So haben wir hier einmal Buschbeute, die ist mir rausgefallen. Dann haben wir hier was für meinen Freund Gartenarte. Mürschen. So, dann haben wir noch einen Katalog. Blümchen. Gibt es natürlich auch reichlich. Mal kurz reingucken hier, was hier an Blümchen alles gibt. Sonnenhut zum Beispiel habe ich hier. Die sind auch nicht schlecht. Fingerhut heißen die. Disteln sehe ich hier. Sieht auch gut aus, wir haben schön groß und große Dolden kriegen die. Sieht auch gut aus. Jedenfalls auch reichlich an Blümchen hier. Und hier noch, na, übliche, da geht es.
Das ist alles Verpackung. Hier haben wir sogar noch, wer Interesse hat, einen kleinen Becher an Anzucht. Na, da habe ich ja reichlich da. Also eine sehr interessante Kiste. Schauen wir hier noch. Irgendeine Fahne. Hier haben wir eine Deutschlandfahne. Nein, ich brauche hier eine. So, Gartenfreunde. Tu doch mal die Kiste weg. Und jetzt, meine Freunde, jetzt werde ich mir mal was raussuchen. Das zeige ich dann nochmal, was ich rausgesucht habe. Da muss man auch wieder was reinlegen. Man kann die bloß nehmen, man muss sie auch geben. Ich suche erstmal raus und dann zeige ich, was ich rausgesucht habe. Gartenfreunde, ich habe mal was rausgesucht. Und zwar habe ich mir zweimal Auberginen rausgesucht. Einmal eine Tomate Teufelshorn. Kenne ich nicht. Darum rausgesucht, Teufelshorn. Dann einmal die Physalis und einmal Blockpaprika schwarz. Aber weiß ich, ob das Saatgut noch gut ist. 2021. Mal sehen. Das sind 6 Körnchen. Gut, da habe ich mir rausgesucht. Da habe ich euch auch wieder was reingepackt. Aus meinen, was ich angebaut hatte. Und zwar, hier zum Beispiel die Buschbohnen. Und hier drüben habe ich noch was angebaut. 1, 2, 3, 4, auch 5 Watt. Habe ich da eine extra Seite gemacht. Steht drauf, aus Steffens Gemüsegarten. Weil waren noch Seiten frei. So. Hier stellen. Wer Interesse hat an diesem Saatgut, habe ich mich kurz gestoßen mit dem Doc. Der soll sich bei ihm melden. Ich schreibe den Kanal unten rein. Am besten ihr schreibt den an über Facebook. Er hat auch eine private Facebook-Gruppe. Dort anschreiben, wer Interesse hat an dieser Saatgutkette. Und er schickt mir dann das Okay und die Adresse. Wie ihr, dann könnt ihr auch selber mal reinschauen in den Katalog. Saatgutkatalog. Sind viele interessante Sachen drin. Sonst noch was zu sagen?
Nein, eigentlich nicht. Ja, auf alle Fälle müsst ihr dann auch wieder als euren Saatgut was mit reinpacken. Also rausnehmen und wieder reinpacken. Ja, gut, eigentlich ist es auch. Und genau das würde euch dann so der Mann mit der Maske erklären, während der Rest dran hat. Gut. Ja, wie geht's weiter? Am Sonnabend werden wir gleich mal was aussehen. Auf alle Fälle die Aubergine. Das ist Zeit. Die zweimal Auberginen werden aussehen. Die Physalis. Die Blockpaprikas hier, die 5 Stück. Und dann von mir nochmal Paprikas. Das ist der Plan für Sonnabend. Chilis mache ich dieses Jahr keine. Das sind wir zu scharf, die Hunde. Und dann verwechsel ich die immer. Wenn ich die einwecke hier fürs Wintergemüse, dann muss ich immer probieren, ob ich scharf erwische oder nicht. Lassen wir weg dieses Jahr. Chilis mache ich keine. Nur normale Paprikas. Gut, okay. Für die Ankündigung fürs Sonnabendsvideo. Muss ich erstmal gucken, ob ich noch hier Erde habe. Wenn ich keine Erde habe, kann ich. Muss ich mal gucken, ob es schon welche zu kaufen gibt. Na, wir werden schon was finden. Guti, das war's für heute. Slava Ukraine, Kornweide. Bis Sonnabend. Das war's.